What's up, people? Day number four in Madeira Islands. Very beautiful weather outside. So nice and bright out here. We enjoy life. We have good times. Jetzt habe ich endlich nochmal die Ehre, das Glück und die Möglichkeit, Lou, Adi und vielleicht sogar T später zu sehen. Wir gehen jetzt kurz was mit denen essen. Und danach gehen wir für heute Abend, da wird es einen richtig wilden Stream geben. Das habt ihr wahrscheinlich dann schon gesehen, hoffentlich live. Und jetzt geht es erstmal auf ganz entspannt. Ein bisschen Sushi essen, nicht wahr? Der Portugiese ist schon wieder hier. Du machst was hin. Ja, ja, alles klar. Luma. Ach, guck mal, eine Erdbeere. Was geht? Wir sind wieder Simon Slav. Hast du den Trampolin gekauft, Digga? Stellt euch Unge auf ein Trampolin vor, Blatt. Simon hilft mal wieder nicht, natürlich. Maus, guck mal hier. Mal hier. Ja. Immer am Rand stehen bleiben wegen den Rädern. Am besten halt immer zwei Leute auf diese Beine hier. So, ich komm hoch. Ja, das Anrollen von dem Rasen schwer. Das ist halt auch fest, ja? Also, ich glaube, wenn wir es jetzt hier stehen lassen, flippen noch so, bis es hochkant ist. Ja. Hier ran. Hochkant, oben anheben und hochkant stellen, ja. Flippst es quasi einmal okay. Andersrum, oder? Ja, fair, ne? Simon, halt du von da, dass es nicht umfällt. Oh mein Gott. Okay, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Langsam. Ja, weiter. Hoch. Ja, stopp, stopp, stopp. Wir müssen ein Stückchen zurück. Oder? Nee, oh, oh. Noch ein Stückchen nach links, noch ein Stückchen hier. Okay. Okay, okay, und jetzt langsam hochkant kippen, langsam hochkant kippen. Ist da unten jemand, der die Rollen befestigt? Nicht, dass es wegrutscht. Nee, nee, aber wir sind eh schon im Boden eingesackt. Ja, das kann aber trotzdem noch rausrutschen, Simon. Ich komm nicht mehr hoch. Ich komm nicht mehr hoch. Okay, ich brauch hier ein bisschen Hilfe. Ich brauch hier ein bisschen Hilfe. Wir müssen ein paar Leute annehmen, dass es nicht so runterknallt jetzt. Okay, perfekt. Okay. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Noch ein ja. Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Einer noch hier hin. Oder eine Schere? Können wir mal eine Schere haben? Ich kann es hier, könnte ich es packen. Nein, Bro, wir machen die Löcher rein, dann kannst du einmal rumreißen. Sebastian, kannst du mal sagen, was du da machst? Okay. Ich weiß es nicht. Es ist immer das Gleiche, Alter. Kannst du mir kurz helfen, dann mache ich wieder irgendeine dumme Scheiße. Dafür darfst du auch gleich Trampolin springen. Und dann verkauft Simon es immer als seine Idee. Okay. Hoch, nicht hoch, nach vorne, hoch. Hoch, hoch, hoch. Nicht hoch, nach vorne, hoch, ich bin im Busch. Okay, 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 stopp, 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 stopp. Warte. Hoch, hoch, hoch. Und nach vorne. Ja, oh. Okay, stopp, jetzt. Warte. Jetzt müssen wir Leute rüberschicken. Okay, ist okay. Warte, hier rüber. Drei, zwei, eins, Simon, hoch, komm. Los. Los. Weiter. Ja. Oh mein Gott. Wir müssen wieder kranken aus meinem Fuß gerufen. Echt? Ja, okay, stellen wir auf jetzt noch und dann ist es doch da. Hat es noch irgendjemand wegen der Antwort zu einer Hand wehgetan? Ich habe mir gerade ist mir auf den Fuß gefallen. Ja, das ist okay. Mein Fuß ist blau. Das ist schön. Oh, warum haust du mich? Wieso haut er mich? Ich bin wehgetan wegen dir. Komm, ich helf dir rüber. Komm, Schatz. Eins, zwei. Und. Ich glaube, das schaffst du nicht. Ja, stimmt. Ich wieg noch mit 52 Kilo. Warum denn? Das ist ein bisschen mehr als das Trampolin, Bro. Was machst du? Bro! Die Leute schlafen. Guck mal, das Ding ist, so ein Urlaub, ne? Ja. Beziehungsweise so eine Reise. Es ist ja nicht nur ein Urlaub, das muss ich hier nochmal betonen. Es bezahlt sich ja nicht von alleine, richtig? Ja. Und andere Leute haben so komische Partner für so Handyhüllen. Ja. Aber imagine, es gibt eine Festplatte, die einfach so einen 2-Meter-Fall aushält. Ja, jetzt mal Spaß beiseite, Leute. Erstmal ein riesiges Shoutout an Case King, die uns diese Festplatte zur Verfügung gestellt haben. Küsschen auf Küsschen. Es handelt sich hierbei um eine wunderbare Crucial X6 Festplatte, ja. Die hat 4 Terabyte, schreibt mit 800 MB die Sekunde. Falls ihr das euch nicht vorstellen könnt, 800 MB die Sekunde ist ungefähr... Ja, es ist ziemlich schnell. Das ist ungefähr so wie... Da hinten. Wenn ich von hier nach da laufen würde, wir stellen uns vor, dass also ein Meter ist 1 MB, dann brauche ich eine Sekunde bis 800 Meter, das ist dann da vorne.
Ist ein guter Vergleich, oder? Check das Ganze auf jeden Fall mal aus. Wie gesagt, das Ding ist dropproof. Also ihr seht, es ist noch nicht das erste Mal, dass wir haben die vielleicht schon ein paar Mal durchs Haus geworfen. Aber sie hält und sie schreibt gut. Sie ist kleinportabel. Ich kann sie einfach in die Tasche stecken und dann kann ich die mitnehmen und dann kann ich die irgendwo anstecken und dann kann ich da meine Daten raufziehen. Sau nice. Gerade wenn man hier unterwegs ist, ist es extrem gut. Küsschen aufs Nüsschen. Danke an Case King. Wir sehen uns. Ciao. Ja, okay, scheiß drauf. Er muss jetzt so durchrutschen, er muss da durchrutschen. Einer muss von unten mal durchschieben mit oder ziehen. Einer, alle mal anheben, auch Simon Unge. Ja. Genau, mach mal. Wenn er jetzt ein Video nehmen will, muss er auch dafür arbeiten. Ey Leute, mein Kollege kann einfach Backflip. Mach. Boah, Digga, das war krass. Boah, Digga, das war krass. Solange man keinen Sprungkäfig hat, man kommt richtig hoch damit, ne? Du musst einfach mit Bedacht springen, Bro. Mit Bedacht. So springt man mit Bedacht, so sieht das aus. Digga, mein Kollege hat Backflip. Mein Kollege hat einfach Backflip, mach mal. Ja, aber da wäre er sicher gewesen. Damit springen die halt Wettkämpfe. Ja, perfekt. Hoch, hoch, hoch. Hoch, höher, höher. Hoch, hoch. Über die Arme. Höher, höher, höher. Höher, 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 höher. Der Akku ist leer. Akku ist leer. Jetzt fängt das schon wieder an. Sikere Mama. Schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, 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 oh. Und jetzt stopp, 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 stopp. Stopp, nicht runter, nicht runterlassen. Ich muss eine Mimo, komm rüber. Okay, okay, drück aber hoch, drück hoch. Hoch, Gott. Langsam, 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 langsam. Und schieb von hinten, schieb, schieb, schieb. Druck machen, Druck machen. Ich halte das hier komplett rein, das geht nicht. Ich geh rüber, halt einfach fest! Und jetzt von hinten, ganz nah ran und Power. Max, du musst direkt rüberwechseln. 3, 2, 1 und hoch. Ja? Warte. Nicht runterlassen! Ja, du hast trotzdem, nee, du hast trotzdem da jemanden. Ja. Bis nach links. So? Da geht's nicht weiter. Warte kurz. Und einer hochdrücken. Oh, Digga, hier ist ja perfekt. Ja, hier ist wirklich gut. Hier ist ja richtig geil. Ja, die Frage ist jetzt folgende. Ja. Da steht jetzt an der Wand dran. Ist das, muss das irgendwie so wie so ein, muss so freischwingend sein? Das ist ja, egal. Ich bin, ob du irgendwas merkst. 1 cm Lücke ist, glaube ich, nicht schlecht. Ja, eine kleine Lücke. Ja, ja. Aber ist auf jeden Fall schon sicherer, ne? Auf jeden Fall. Ich bin gebrochen. Du musst ja schon Schutzmatten haben. Ah! Was? Es ist so heiß! Es ist so heiß! Guck, mein Kollege kommt backflip. Oh, so heiß! Moment! Diese Kinder, Alter. Hier wird man lieben. Ja, aber bitte springe auf mich noch.